feuerfrei für die leckersten Steaks. Unser Mann am Grill ist quasi der Christoph Kolumbus unter den Metzgern. Er hat bisher unbekannte Steaks entdeckt. Sein Name? Dirk Ludwig, seines Zeichens Experte für Dry-Aged Beef. In seiner Fleischerlebniszentrale im hessischen Schlüchtern reift er Steaks vom Feinsten. 5 davon präsentiert er uns. Und Grillfan Susa darf assistieren und lernen. Top 5, das Ongli. Für den ersten Steak-Cut entnimmt der Fleischermeister seiner Reifekammer 2 mittelgroße Stücke vom Rind. Ja, wir haben hier, der Franzose sagt Onglet, der Amerikaner sagt Hanging Tender und der Deutsche sagt ganz plump Nierenzapfen zu dem Stück. Der Steak-Experte entfernt das Fett. Dann erklärt der Susa, worauf es als nächstes ankommt. Wenn du hier schaust, das Onglet sieht fast aus wie so ein X. Es sind so 2 einzelne Muskelstränge, die hier in der Mitte durch eine Sehne getrennt sind. Und diese Sehne müssen wir erwischen. An der Sehne müssen wir jetzt langschneiden. Ja. Beherzt einfach mitten durchschneiden. Richtig ist es, wenn am Ende ein dickerer Strang und ein etwas schmalerer vor uns liegt. Die Deutschen haben das eigentlich immer in die Wurst gemacht. Nee. Ja, doch. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Das ist eigentlich mein Lieblingssteak, weil es ist super zart, aber auch mit einem ganz intensiven Fleischaroma. Ich finde, steht einem Filet in nichts nach. Dabei kostet es weniger als die Hälfte und macht etwa 4 Personen satt. Gegrillt werden die Onglet-Stränge am Stück und das Ganze ungewürzt. Ich persönlich brate das Fleisch gerne immer pur und salze und pfeffere dann nachher. Weil ich es einfach schöner finde, dass das Salz oder die Gewürze dann auf das fertige Stück Fleisch sich verteilen und nicht vorher auf dem Grill eventuell schon in die Kohle fallen. Beim Salz bevorzugt der Steakpapst australische Meersalzflocken. Und er hat gleich noch einen besonderen Tipp. Ich habe hier noch ein bisschen braunen Zucker. Ja. Du kannst auf das Fleisch ein bisschen braunen Zucker rieseln lassen. Nicht zu viel, nicht, dass es süß schmeckt, aber dieser Zucker karamellisiert und unterstützt natürlich die Bildung von Röstaromen. Am Modell zeigt der Steak-Experte seinem Gast, wo das Onglet bei der Kuh sitzt. Also das Onglet ist im Bauchraum vom Rind, also gar nicht aus dem Rücken, wo die meisten Steaks herkommen, sondern innen raus. Liegt etwa hier so, wo die Niere auch hängt, wie beim Menschen auch, so ein bisschen so am auslaufenden Rücken. Im Garten ist schon alles vorbereitet. Den gasbetriebenen Grill hat Dirk Ludwig auf 250 Grad vorgeheizt. Wir garen das im Ganzen und schneiden dann später hier so einzelne Tranchen runter. Das Onglet ist nicht sehr dick und schon nach wenigen Minuten gar. Für Wurst oder Gulasch wäre dieses Fleisch wirklich verschenkt. Man merkt schon beim Schneiden, das ist super weich. Wie, das muss wie sehr weich sein. Hanging Tender, wie Tenderness, wie zart das Fleisch ist. Feine Tranchen als Probierhäppchen lassen Platz für den nächsten Gang. Den Schluss machen Pfeffer und Salz. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Riechen tut's auch gut. Top 4, das Kachelfleisch vom Schwein. Mit dem Kachelfleisch aus dieser Keule zeigt Dirk Ludwig, dass auch das Schwein noch unbekannte Stücke für den Grill liefert. Wo ist das? Hier auf dem Beckenknochen, genau da. Der Fleischsommelier schneidet das auch Spider-Steak oder Fledermaus genannte Kachelfleisch aus der Keule. Nur 100 Gramm wiegt das Ministeak, das früher nur in die Wurst kam. Das ist alles. Mir ist es nicht. Deswegen habe ich gesagt, jeder braucht so mindestens mal 2 Stücke. Wirklich, das sind ja wirklich nicht mehr als 100 Gramm. Nein. Ein super zartes, super tolles Stück Fleisch für einen wirklichen Einstiegspreis. Du liegst hier bei unter 10 Euro pro Kilo. Du kannst im Ganzen grillen und dann Streifen schneiden über einen Salat. Also dann rauf auf den voll aufgedrehten Grill damit. Man hört schon richtig schön, wie es brutzelt. Und woher weiß ich jetzt, wann das gar ist? Wenn wir die gewünschte Farbe erreicht haben, können wir beim Kachelfleisch auch davon ausgehen, dass wir den Garpunkt schon getroffen haben. Im geschlossenen Gasgrill zieht das Fleisch noch etwas nach. Wer nur einen Kohlegrill hat, kann sich unterschiedlich heiße Zonen bauen. Dass du zum Beispiel die Holzkohle auf eine Seite machst, auf die linke Seite, und auf der rechten Seite machst du gar nichts oder machst eine Schale mit Wasser. Und dann könntest du von links nach rechts schieben. Das Kachelfleisch ist ruckzuck fertig, eignet sich gut als Einstieg in die Grillparty und wird nach dem Aufschneiden mit grobem Salz gewürzt. Und ein bisschen Pfeffer.
Geschmacklich erinnert es an Hühnchen. Ich finde es lecker. Ja, kann man machen. Mhm. Also dafür, dass es sonst in der Wurst verarbeitet wurde, ist eigentlich viel zu schade. Top 3, Terres Major. Also der Amerikaner sagt Terres Major, Terres Major, der Franzose Petit Tender und der Deutsche sagt Metzgerstück zu dem Stück. Warum Metzgerstück? Weil das Stück den Metzgern so gut schmeckt, dass die Metzger das meistens eben für sich reserviert haben. Ein solches Terres Major wiegt 300 bis 400 Gramm und reicht für 2 Personen. Das Metzgerstück befindet sich so neben dem Schulterblatt. Also hier ist die Schulter des Rindes, das ist das Vorderviertel. Und so nebendrauf, am Deckel, da sitzt das Teres Major. Das heißt Hauptmuskel. Genau. Das heißt der Mensch hat den übrigens auch. Ja? Der heißt ja auch Teres Major. Das Fleisch aus dem Vorderviertel ist noch vergleichsweise günstig. Da sind wir tatsächlich so im Einstiegsbereich. Das Petit Tender bekommst du etwa für 25 bis 30 Euro pro Kilo. Und wie kommt es am besten auf den Grill? Ich würde Medaillons davon schneiden, weil du dann eine größere Auflagefläche hast und dadurch mehr Röstaromen auf dem Steak. Dirk und Susa schneiden das fettarme Fleisch auf und klopfen die Medaillons platt. Jetzt machen wir eine Würzmischung. Ich würde sagen, wir machen das jetzt ziemlich frei Schnauze. Wir nehmen einen Salz. Ich habe jetzt hier so 4 kleine Löffelchen genommen. Ein bisschen Zucker. Da nehme ich aber jetzt nur einen halben Löffel. So für den Gusto. Ja, so ein bisschen, dass es so ein bisschen karamellisiert, der Geschmack ein bisschen gehoben wird. Zur Würzmischung kommen schwarze, grob gemahlene Pfeffersorten. Das Fleisch nur an den Außenrändern in der Mischung wälzen und dann der Clou. Einige Tropfen Gin für eine schöne Wacholdernote. Der Gin passt in dem Fall besonders gut eben auch zum Fleisch. Dadurch, dass Wacholder als Einzelgewürz eben schon auch so ein typisches Fleischgewürz ist. Der Grill wartet auf die aromatisierten Terres Major Medaillons. Da braucht man vielleicht 8 bis 10 Minuten. Aber Zeitangaben beim Grillen sind immer so eine unseriöse Geschichte, weil du nie weißt, was hast du für einen Grill, welche Temperatur erreicht der Grill, wie sind die Außentemperaturen. Wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm einen Kernthermometer, steck das rein. Wenn du dich da irgendwo bei 55 Grad wiederfindest, dann bist du auf jeden Fall im sicheren Bereich. Gesagt, getan. Die fein gewürzten Medaillons schneidet der Grillmeister in Scheiben. Wie das Lieblingsstück der Metzger wohl mundet. Ja, ich schmecke den Gin. War sehr lecker. Ist halt wirklich extrem mager, trotzdem zart. Dafür, dass wir uns jetzt hier wirklich in den Steaks der zweiten Reihe bewegen, finde ich das dennoch ein echt gelungenes Stück Fleisch. Top 2, der Moskau Cut. Der Dry-Aged-Experte bittet in die Karnothek. Hier reifen 350 Rinderrücken. Hier hängt unser ganzes Rindfleisch für die Steaks. Ja. Es bleibt 6 bis 8 Wochen eigentlich hier drin hängen. Bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit, bei rund 0 bis 1 Grad Temperatur, dann reift das Fleisch hier. Das Besondere ist die Wand aus Salzziegeln. Was bewirkt das ganze Salz jetzt hier in der Kühlkammer? Ja, das macht ein entsprechendes Klima, dass sich hier keine Mikroorganismen vermehren können, die das Fleisch dann in der langen Reifezeit eben auch verderben würden. Der Meister ist stolz auf die Entdeckung eines wahren Filetstücks. Wow, 25 Kilo. Ja, das ist ein ganzer Rinderrücken. Aus dem Rinderrücken werden so eigentlich die meisten Steaks geschnitten, die wir so kennen. Dieser schräg zulaufende Muskel, momentan ist er noch ein bisschen versteckt. Das ist der Moskau Cut. Das verdeutlicht der Steakpapst nochmal am Modell. Der Moskau Cut befindet sich im Rücken vom Rind, in etwa hier so oberhalb des Beckenknochens als Ende vom Filet. Benannt ist das heimliche Filet nach einer Moskau-Reise mit Kollegen. Wir haben auf der Speisekarte ein unbekanntes Steak gefunden und haben dann in Moskau darüber philosophiert, was es denn sein könnte. Beim Brainstormen entstand die Idee, auch aus diesem Muskel Steaks zu schneiden, den Moskau-Cut. Auch dieses Fleisch galt vorher als minderwertig und landete in der Wurst. Das 250 Gramm schwere Stück vom Filetende wird wegen der Form auch Wing genannt und reicht für 1,5 Personen.
Ja, du bezahlst hier vielleicht zwischen 30 und 35 Euro. Du kriegst hier eigentlich einen Charakter vom Filet für den Preis von einem guten Rinderbraten. Das zarte Stück aus dem Lendenwirbel kommt jetzt auf den Grill. Den bereiten wir im Ganzen zu. Ja. Also wir schneiden jetzt vorab keine Medaillons. Mhm. Von allen Seiten angrillen, bis es braun ist und im indirekten Bereich nachgaren lassen. Bei 55 gemessenen Grad Kerntemperatur ist das Fleisch in der Mitte medium. Sehr schönes, saftiges Steak. Und wie würzen wir das jetzt? Wir nehmen hier unser Spezialgewürz. Das ist so ein Steakfinisher. Ja. Das ist Pfeffer und Salz in einem. Der Moskau Cut hat ein weniger intensives Aroma als das Anglais. Geschmacklich ähnelt es dem Filet. Super lecker. Dirk Ludwig empfiehlt dazu Duka, eine südafrikanische Nussmischung mit Currynote. Also dieser Moskau Cut. Ist echt toll. Es hat wie so eine versteckte Perle. Top 1, der Teppanyaki Cut. Dirk Ludwigs Steak des Jahres sieht fein marmoriert aus und klingt irgendwie japanisch. Die Japaner schneiden davon jetzt keine Steaks, wie wir sie kennen, also so daumendicke Steaks, sondern schneiden das hauchdünn, so einen halben Zentimeter dick oder noch kürzer und ziehen diese kleinen Scheiben durch Gemüsebrühe, entweder im Wok oder eben auf dem Teppanyaki, auf dieser heißen Steinplatte und bereiten das so zu. Das Fleischteil wird auch Chuck Flap oder hohe Rippe genannt. Das liegt so am Übergang zwischen Nacken und Hals. Eigentlich so der Anfang vom Hals, kann man sagen. Dieses Stück wird bei uns in Deutschland eben hauptsächlich immer noch größtenteils für Gulasch oder für Hackfleisch oder gar zur Wurstverarbeitung genutzt. Und auch das Schneiden dieses Nackensteaks vom Rind erfordert Erfahrung. Eigentlich müssen wir das Steak einmal in der Mitte durchschneiden und schneiden unsere Steaks so. Wo man einkauft, muss wohl überlegt sein, denn nicht in jedem Fall eignet sich dieser Cut für den Grill. Ja, du kannst zu jedem Metzger gehen, weil jedes Rind natürlich diesen Nacken hat. Aber es gibt zwei springende Punkte. Zum einen ist das Chuck Flap noch relativ unbekannt. Zum anderen eignen sich dafür nur ausgewählte Fleischrinderrassen mit weichem Fettsäuremuster. Man kann also nicht alle Kühe verwenden. Wenn das Fett hart ist, dann ist es eher ein Fettsäuremuster, was vorrangig bei Milchkühen vorkommt. Und bei den japanischen Rassen, dann fasst du hier drüber, dann schmilzt das Fett schon beim Drüberfahren. Der Cut aus dem günstigeren Nacken macht sogar das japanische Wagyu-Rind bezahlbar. Also dieses Wagyu-Chuck-Flap kostet durchaus auch schon 50 Euro. Wie sich diese Edelsteaks wohl auf dem Grill machen? Die sehen mega aus. Und sind ruckzuck fertig. Wie schmeckt es? Also ich finde, es ist super zart und hat auch einen schönen, angenehmen Geschmack. Schönen Fleischgeschmack, auch nicht zu intensiv. Keiner von uns hat hier weder Pfeffer noch Salz auf sein Steak gemacht und wir können es trotzdem genießen. Keine. So viel zum Thema vorher oder nachher Salz. Vor allen Dingen, das Bedürfnis hatte ich jetzt auch gar nicht. Susas Tagesresümee. Toll war es bei dir heute. Ja, und ich habe echt viel gelernt. So soll es sein. Ja, dann würde ich mal sagen. Wir stoßen an. Cheers. Dankeschön. Zum Wohle.